Respawn bei der Kinderbox, das klingt auch sehr geil. Oh, ich spawn natürlich direkt neben der Spinne. Bedrohung entdeckt, danke. Danke, Scrap. Oder Scap. Papalapap. Nur ein toter Nag ist ein guter Nag. Nee, das ist nur ein toter Bug ist ein guter Bug, wenn schon. Bitte. Also wir könnten theoretisch, aber ich weiß halt nicht, wie gut das ist, auf die andere Seite des Sees. In dem Pavillon, wo Jörschen gerade ist. Oh, ich habe hier noch einen Stein gefunden. Ganz drüben. Oder meinst du auf dem schmalen Stückchen, was noch unterhalb der Mauer ist? Weil oben sind ja dann... Wird es ja dann ein bisschen haariger, oder? Weiter hinten wahrscheinlich schon. Ich weiß halt, wie gesagt, also ich war schon am See und ich habe mit euch schon bei dem Laserteil gebaut. Und beides war scheiße. Vom Ding her. Ich finde es auch geil, dass es in Zentimeter angezeigt wird. Das ist immer noch so eine geile Einheit. Ja, noch 200 Zentimeter, dann bist du da. Also ja, danke dafür. Okay, der Fisch hier drunter sieht witzig aus. Die Qualle. Ich kann 40 Sekunden die Luft anhalten. So ohne Übung, ohne nix. Sehen wir doch nix. Also wir können später auf dem Wasser bauen. Und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Ruhe. Denke ich. Ich weiß es nicht. Wasser gibt es ja auch noch Viecher. Hallo. Kann ich hier drauf was bauen? Wir könnten natürlich auch hier auf so einem Kleeblatt bauen. Sehe ich gerade. Und dann nach oben bauen? Nee, einfach halt zu den Kleeblättern so. Ach so, so mit so kleinen Brücken. Wäre natürlich sexy. Muss man sagen. Über der Seerose dann, keine Ahnung, in der Ich weiß halt nicht, wie gut es hält, aber im Endeffekt kommt da garantiert mal keine Spinne und so hin. Also. Fände ich cool, wenn so über der Blume das Hauptgebäude wäre und dann hier so zählt. Ey, Mini-Gebäude noch. Das ist übrigens ein Seerosenblatt, habe ich gerade vom Management aus dem Hintergrund erfahren. Gab's mir gerade aufs Ohr. Ne? Das ist ein Seerosenblatt. Das, wo wir draufstehen. Siehst du, der Jürgen ist jetzt auch happy über unseren Choice. Der einzige Scheiß ist das Material hier rüberbringen. Weil wenn du ins Wasser fällst, lässt du los. Danke, Frosty. Danke. Echt toll. Also, was meint ihr? Warum nicht mal? Why not? Kannst du mal probieren. Warum mal? Also wir müssen halt... Oder ein anderer Flecken von... Es wäre halt sinnvoll, was zu nehmen, wo wir sicherlich zu Fuß rüberkommen, halbwegs. Vom Land aus. Über den Ast runterlaufen können? Die andere Seerose da drüben? Ja, da hat man, glaube ich, eine Brücke mal letztens oder so. Ja, lass doch mal dahin. Ich glaube, das ist am einfachsten. Bau ein offenes Zelt. Da können wir schön baden. Ne, wenn wir mal wieder stinken. Und so wie ich... Zelt können wir baden. Und wie ich das sehe, das hier ist doch gut. Hier ist doch richtig viel Platz. Wir müssen nur halt hier gucken, ne, dass wir von hier dann... Hier so, okay, das geht. Also, wir brauchen auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer. Ja. So. Das L-A-G-E-R-I-V. Und dann hätte ich gesagt, fangen wir mal an mit dem offenen Zelt schön daneben. Da ist einer schon baden gegangen. So eine kleine Werkbank. Ja, das Hochkommen ist irgendwie. Ist mit Leertaste. Hier kommt es auch gleich hoch. Das habe ich nicht.
Ich weiß, es ist noch nicht sehr schön. Aber das ist egal. Erstmal funktionstüchtig, danach können wir weiter gucken. Da eben, gell, dachte ich mir eben auch, gut. Ja. Gut. Das ist eigentlich alles. Ein Korb haben wir schon fertig, sehr geil. Ja, mach da mal ein paar Pilze rein, auf jeden Fall. Damit ihr mal auch noch ein bisschen was zu essen habt. Sortieren wir nachher oder wollen wir schon ein bisschen sortieren? Naja, erstmal das Zeug fertig bauen. Und was übrig ist, einfach eine Kiste rein fertig. Ja, ich habe halt noch ein bisschen Essen und so. Also ich habe noch Material, damit ihr auch Schaufeln oder so herstellen könnt, gell? Einfach, dass ich es gesagt habe. Dich gleich her. Wo ist denn jetzt? Mein Speer? Weißt du, dass ich den in der Hand habe? Ist okay, aber. Beim Inventar? Komisch. Ich nehme mal kurz die zwei mit. Das können wir noch mit. Das kommt noch mit. Das kommt auch noch mit. Das. Okay. Ich hol mal noch diesen einen Stein. Es hat jetzt auch Nebel, fällt mir gerade auf. Nochmal. Kann man da nicht zu oft drauf liegen? Wie drauf liegen? Kann dein Rücken da nicht einfach sterben irgendwann? Nein, nicht du, dein Rücken. Achso. Der Kaulquappe getötet, Mann. Danke, Bastard. Was ist denn los mit dem Jungen? Ja, es gab Fleisch. Er hatte doch solchen Hunger. Ich hab doch hier letztens den Stein gesehen, Mann. Ekliges Wasser trinken wäre ja auch geil. Ich hoffe, dass es beim Kochen eine Möglichkeit gibt, irgendwie Wasser abzukochen. Und das gab es nämlich eine Zeit lang irgendwie nicht. Das fand ich sehr, sehr schade damals. Damals, vor dem Krieg? Nee, war noch währenddessen. Woher soll er die Sachen überhaupt wissen? Schön trockener Busch hier. Hier ist er. Ein Stein oder was? Brauchen wir was Bestimmtes noch zu Hause? Bestimmt. Zum Beispiel irgendein... Trocknes irgendwas brauchen wir. Trocknes. Gras. Ich glaube, fürs Feld braucht man da noch Trocknes. Das war's dann mit meinem Tropfen. Ja, und dann geht's schon los mit Ton. Und... Okay, Lager ist fertig. Ja, wir haben's geschafft! Nice. Und jetzt?
Trockenes Wasser ist ins Wasser gefallen. Warum wird es jetzt nicht feuchtes? Spiel, Erklärung. So, kann ich jetzt bitte. Ich kann das immer noch nicht benutzen. Was denn? Ich kann dieses Scheiß anpinnen. Was willst du denn anpinnen oder wieso willst du es anpinnen? Ich will etwas nicht mehr anpinnen, damit ich mal was trinken kann. Etwas nicht mehr anpinnen? Kannst du es nicht einfach rausziehen? Hab ich schon ein paar Mal. Und dann geht's einfach wieder rein, oder was? Nee, wenn ich es dann später wieder reinziehe, dann ist... Platzzuweisung entfernen würde es geben mit X. Ja, hatte ich auch schon. Dann nimmt er das nur aus der Liste raus unten, aber... Ich will dir das Spiel einfach sagen, dass du das da hin tun soll. So, Aller, stell dich nicht so an. Läusehonig. Soll ich kann dir das entgegenwerfen, wenn du willst. Kannst du auffangen? Mund. Hat das jetzt wirklich geklappt? Ja, ja. Nee, ich hab nur also eins hat er gefangen, aber der Rest lag schön auf dem Boden, ja. Schön ins Gesicht. Spröde Marmorscherbe brauche ich noch. Wir haben ja jetzt ein Feuer, ne? Und auf dem Feuer... Oh. Brauchen wir nur ein Zelt für alle drei? Oder ja, nee. So viel ich weiß, brauchen wir. Schlafen wir? Ja. Nur noch eine Ladung. Gerast. Schlafe 8 Stunden. Ja, erst wenn es regnet, ist es wie im Krieg. What the fuck ist nur los mit euch? Warte am Rastplatz, um weiter zu warten. Toll. Wir schlafen jetzt 8 Stunden. Oh. Oh, wow. Ja, doch. Fühle ich, wow. Ja, ja. Okay. Hast du es auch gefühlt? Untenrum ein bisschen, ne? So ein leichtes Kribbeln, oder? Ja. So, wenn es die Innenseiten von Oberschenkeln hochgeht, Richtung Herz, also über Umwege. Nee, da kotze ich bei solcher Scheiße, Alter. Da haut's mir der Rüssel raus. Da kommt Mann. Der Rüssel raus. Gefällt dir. Ja. Hast mich erwischt. Hey, Momentchen mal. Warum hast du denn schon eine Mütze? Ja, ich habe auch schon einen Poncho, weil ich mit denen gebaut habe. Ja, ich hab keine Seile. Da habe ich 3 Hauben jetzt einstecken, obwohl ich nur eine gebaut habe. Ich nehme sonst noch eine. Aber ich glaube, es ist eine Quest, eine zu bauen, oder nicht? Bei mir hat es nicht. Ja, ich muss Seile noch herstellen. Dann kann ich es auch bauen. Aber ich weiß nicht mehr, wie man Seile herstellt. Einfach auf den Button Seile draufdrücken und. Ja, komm, hör mir auf jetzt. Einfach auf Button Seile herstellen und dann stellt er das her. Ich brauch doch das Material, du Clown. Sind doch die normalen Spuren, oder? Ja, ich muss es trotzdem erst rausfinden. Okay, dann finde ich raus. Wenn was ist, kannst du anrufen, okay? Okay. Ja. Max ist ein Rapper. And it'll explode. Rapper. Wow. Oh, da vorne hat es eine Spinne. Ich spüre, sehe das. Ja. Lauf nach. The best punch to the gut you'll ever take. Das ist nicht mal eine Spinne. What the fuck? Was bist denn du für ein Riesenvieh? Und ist er? Zecke oder so irgendwas. Oh mein Gott.
Also ich habe auch das Gefühl, dass dich die Viecher länger verfolgen. Stachelhalme, Abwehr. Das ist ja interessant. So. Ich hasse diesen Radar, ne? Irgendwie weiß ich trotzdem nie, wo ich... Ein Stinkkäfer ist es, glaube ich. Du bist ein Stinkekäfer. Echt, hey, reicht schon mal zusammen. Echt mal. Hä? Wo soll denn das sein? Rain up, das rastet total aus hier. Unzumutbar, macht sich richtig ja. Lächerlich, der Junge. Richtig zum Horst. Ich glaube, das ist unter. Ja, ja, ist das, ja gut. Das ist wirklich unter. Geht nur auf Mittel, da ist noch Potenzial nach oben. Große Töne für jemand, der bei mir auf dem Boden liegt. Sau witzig, ne? Aber du hast recht, ja. Wir spielen nur auf Mittel und das ist echt furchtbar. Ich schlage hier auf Eicheln ein. Oha, jetzt braucht man hier schon Sprengstoff. Okay. Das Spiel hat ein bisschen an Schwierigkeit angeschreibelt, sag ich mal. Bisschen angezogen. Viecher, Alter. Ey, die Viecher verfolgen einen mega lange. What the fuck? Was sie trinken selber? Ne. Ich weiß nicht, aber ich habe selber genug. Ina hat mehr als genug. So, ich habe Leben gefunden. All right, Shadows. What you got now? Beide Hände nutzen würdest, würde es vielleicht ein bisschen besser gehen. Das ist ekelhaft. Aber ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Ich kann auch nichts dafür. Ist mal irgendwo was zu trinken hängen. Nehme ich lieber mit. Das trockene Gras ist egal. Das finde ich. Ein Löwenzahn. Ich würde auch nochmal die Eichel untersuchen. Oder hast du schon alle Teile von der Eichel untersucht? Oder? Gar keine. Ich suche eigentlich die ganze Zeit ein verdammtes Labor noch. So, mal die Schale. Alter, ey, wir spielen auf normal und die Viecher brettern mich zu Tode innerhalb von zwei Schlägen. Ja, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, aber halt ohne die Materialien. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir laufen einfach gerade. Dann können wir nachher gerade zurücklaufen.
Spinne! Spinne, 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 Spinne. Ja! Ameisenschoner, geil! Ja, Spinne, 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 Spinne! Also ich hab das Gefühl, wir spielen hier auf Mittel, aber das Spiel hat echt angezogen, was die unangenehmen Schwierigkeiten angeht. Bin ich der Einzige, der das fühlt? Ja, ehrlicherweise schon. Vielleicht bist du einfach auch noch nicht so gut drauf. Gib dir vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht kommt dann die Leistung bitter. Danke. Bitte immer gerne, willst du doch mal machen. Min Jung. Min Jung. Irgendein Stinkekäfer, der einfach mal schön ausrastet. Jetzt zieht das nicht mehr raus, es ist einfach schlecht. Und hey, was? Listen. Was ist schlecht? Wer zieht ihn raus? Ich weiß nicht, der macht irgendwie nur komische Ansagen hier. Nein, ich bin nicht. Nein, 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 hey! Scheiße. Jürgen, bist du gerade zu Hause? Nee. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Aber wenn du da bist, muss es da in die Richtung gehen. Ja, ich habe Stuhl entdeckt. Nice. Ekelhaft. Oh, die Spinne hat mich entdeckt. Das ist ein riesiger Haufen sein, wo man sich drinnen verstecken kann. Ja, das mit dem Reis ist so eine Sache. Die Preise steigen. Das ist schwierig zurzeit. Das ist schwierig. Außerdem hast du mir nie deine Adresse geschickt, also kann ich dir schlecht was schicken. Eichelbeinpanzer. Apfel. Oder was davon übrig ist halt. Alter, jetzt ist der Käfer mir hinterher gerannt. Ja, ich hab eine Larve gekillt. Nice. What the fuck? Eichelschaufel. Damit schaufel ich den ganzen Tag Eichel. Das ist eine Made. Die ist echt böse. Und vor allem sehr stark. Unter eines Baums Rinde. Und die Made. Sie ist Witwe der Gatte, die sie hatte, viel von Blatte. Diente so auf diese Weise einer Meise wohl als Speise. Eines Tages sprach die Made: Kind, ich sehe, gerade drüben gibt es frischen Kohl, den ich jetzt hole, so lebt denn nur. Ey, es ist doch nicht normal, Alter. Alter, es ist heftig, Mann. Es ist echt heftig. Ich kann nicht. Oh Gott. Hilfe! Ach da. Oh Gott, ist der groß. Hä? What the fuck? Meine Kamera hat sich verstellt. Ich bin in mir. Also, wir haben aber heute Vorlagen dabei. Hilfe! Ja. What the fuck? Mann, es gibt doch eine Außenansicht. Was war die Taste für die Außenansicht? Oh, das da tut. Oh Gott, ich bin hier.
Wieso bin ich hier? Fotomodus könnte auch helfen. P. Kameramodus umschalten. Weiß nicht, was das war. Aber es war schrecklich. Ach, kann das sein, dass man aber ein Zelt setzen muss wegen Quest? Ich gerade. Ketamine? Du musst nur den Respawn-Punkt auf das Zelt setzen. Wiederverwerten, umstellen, benutzen. Heute ist am Anfang des Streams bei 300. Läuft bei dir. Ach so, ja. Alter. Löwezahn. Good night. Sleep tight. Don't let the red mites bite. So, wenn ich nochmal bei Gamble All gewinne. Just saying. I don't mind. Du gamest eh alles weg. Ja, ja. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was los ist, aber. Dieses Spiel will mich töten. Huh! Taste kurz vergessen. Nach Hause. Hallo Jürgen. Hi. Tschüss. Mach's gut. Hallo. Imagine what it looked like when that thing landed. Boom! Max ist schon ein bisschen speziell, habe ich das Gefühl. Ganz besonderer. Ja, der ist wirklich ein ganz besonderer junger Mann. Wo ist denn unser Zuhause? Wahrscheinlich bei ihm Frank, ne? Ja. Ach, geil. Hm? Hey, listen! Das ist nicht mehr der Marmor, der hier den Weg versperrt, sondern das sind Kiesel, die dann zu kleinen Steinen zerhämmert werden. Ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, wo der Reis ist. Der muss bei der Lieferung irgendwo falsch abgebogen sein. Hey, das Spiel ist richtig hart, was der tut. Geht zurzeit. Also, ich habe das nicht so schwer in Erinnerung. Oder wolltest du es nicht so schwer in Erinnerung? Nee. Was ist das? Ach so, robuster Marmor. Ein Code. Alter. Yeah, dafür brauche ich aber die andere Stufe. Oh, was ist das? Gabi, additional flavor scheme available. Farbschema. Ja, das ist nur für deinen Scap. Du kannst ein anderes Farbschema auswählen. Voll geil. Nee, es lohnt sich halt gar nicht. Ändert alles. Und trotzdem nichts. Aber kann ich jetzt machen, dass es ein bisschen mehr blau ist? Wie cool. Warum nicht mal? Why not? Hier geht's besser. Hier geht's besser. Ich habe auch eins gefunden. Bin auch cool. Ja, jetzt habe ich hier Mücken. Alles klar. Das Game hatet mich, Alter. Das Spiel ist einfach. Die Müll kommt nicht weit hinterher. Ja, es ist.
dezent übertrieben. War hier am Baum nicht immer noch ein Lager? Ist nicht. Oh Gott, oh Gott. Sitzt doch schon gerade. Dann ist ja okay, wenn mich 20 Milben verfolgen, aber das dann auch noch so eine große Viecher dazu kommt. Mhm. Die Viecher sind echt groß geworden. Ist das alles verloren? Das kommt davon. Eine gute Einstellung so, Frosty, im Allgemeinen, aber ins Casino würde ich echt nicht gehen an deiner Stelle. Das ist, glaube ich, kommt nicht so gut. Kommt nicht so gut. Nein. Ins Wässerle gefallen. Aha. Ich spiele kein Glücksspiel, sagt er, und spielt hier Glücksspiele, weißt du?